Wir machen heute wieder eine kleine Talkrunde, denn wir wurden von der lieben What Meets My Way zum Welche YouTuber schauen YouTuber Tag getaggt und dazu werden wir euch heute ein paar Fragen beantworten. Okay, fangen wir an mit der ersten Frage. Seit wann drehst du Videos, seit wann schaust du Videos? Ja, drehen tun wir seit September 2015, seit letztem Jahr. Und seit wann schaue ich YouTube? Das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, angefangen habe ich wirklich YouTube zu gucken mit Musikvideos, Musiker, ganz viel Cover mit Megan und Liz habe ich angefangen. Und ich glaube, so richtig hängen geblieben bin ich über Beauty Peachy. Und dann kam ja Daily M&T und dann habe ich dann auch immer ganz oft geguckt. Also bei mir fing das eigentlich relativ früh an. Ich kann jetzt nicht direkt so ein Jahr nennen, vielleicht so 2007? Krass. Oder 6? Ich weiß es nicht. Wo man noch so, so Videos geguckt hat, wo das so unterlegt war mit Musik und dann waren da immer so Liebespaare. Und war das immer sowas, habe ich voll viel... Schatz! Fragezeichen! Genau. Ja, ja. Und dann halt auch, was du gesagt hast, Megan and Liz und dann auch irgendwann Michelle Phan und irgendwie kam das dann so mit der Zeit. Frage Nummer 2. Deine Top 5 Kanäle momentan? Schwierig. Voll. Also meine absoluten YouTuber sind, glaube ich, ja, Mary M, Daily M&T, Freddy My Love, Megan Rings, Michelle Phan, klar. Kurt Hugo Schneider. Ja. Ganz, ganz tolle Covers, immer richtig gut gedreht auch. Mhm. Ja, was du auch schon gesagt hast, Megan und Liz finde ich auch super cool. Aber auch ganz viel Beauty and Fashion, so die ganzen Vietnamesen gucke ich ganz gerne. Ja. Das finde ich ganz cool. Und was ich momentan wieder gucke, das kommt wirklich immer im Sommer, einmal im Jahr, My Summer Break. Das finde ich echt cool. Das ist so richtig cooles School Life, Holidays, Vacation und so. Der Amerikaner. Frage Nummer 3, deine Lieblingsvideos auf YouTube? Wir gucken generell gerne Beauty-Videos, ich glaube, das ist ganz klar. Get ready with... Get ready with me. Roomtouren. Dann, Room-Dekor auch allgemein, ja, Schminktisch, Suitcase, was immer Suitcase, Trend Reports, cool. Trend Reports, genau. Finde ich auch richtig, richtig cool, einfach zu sehen, was gerade Neues in der Welt abgeht. Genau, ja. Frage Nummer 4, was ist deine Meinung zu YouTube Deutschland? Ja, es wächst, es wächst stetig, finde ich auch gut. Was ich immer noch schade finde, ist, dass das alles gar nicht so ernst genommen wird, dass man das oft sehr runter macht. Weil es ist schon ziemlich schade, weil da halt wirklich viel Arbeit auch hintersteckt und dass es auch gar nicht so gewürdigt wird. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, dadurch, dass es jetzt wächst und mehr kommt und dass es vielleicht dann auch mehr anerkannt wird. Also Deutschland hängt ja oft auch mit Dingen immer zurück und ich glaube, gerade ist aber auch so eine Umbruchsstimmung. Oder? Ja, voll. Also wenn ich bedenke, in Amerika, da drehen die jetzt wirklich schon Serien, wirklich nur auf YouTube basierend und ich denke mal, da geht auch so die Zukunft hin. Denke ich auch. So, dann kommen wir noch zu ein paar Entweder-Oder-Fragen. Es bezieht sich jetzt auf selber drehen und auch aufs Schauen. Vlog oder Storytime? Vlog? Bei mir Storytime. Aber drehen Storytime. Ein Vlog ist richtig viel Arbeit. Also das hätte ich niemals gedacht, wie anstrengend das ist, wirklich alles wirklich mitzufilmen, oder? Ja. Da war ich echt überrascht. Vor allen Dingen, man muss halt auch wirklich immer gucken, will ich das jetzt drehen? Und man will halt auch nicht den ganzen Tag mit dem Handy nur rumlaufen, ne? Eigentlich schon, ja. Weil man will ja auch die Zeit genießen. So. Get ready with me oder let's play? Das erste. Genau. Ist jetzt so schwierig auszusprechen. Wobei jetzt, wo Pokémon Go anfängt. Oh ja, ich bin schon so süchtig danach. Oh mein Gott. Wie viel hast du schon gefangen? Ah, schon einige. Ich bin schon richtig gut. Und Pikachu? Nee, habe ich noch nicht gefangen. Ich habe den aber eben gesehen und da war ich zu langsam, weil ich den anderen, das andere Pokémon zuerst gefangen habe. Müssen die gleich mal so rumlaufen und überall suchen? Okay, das dazu. Ja. So, was haben wir jetzt als nächstes? Food Diary oder Lifehacks? Lifehacks. Lifehacks. Ich mag Lifehacks. Ich mag ich auch.
Ich finde das toll, wenn ich was gucke und dann total erstaunt bin und denke, wow, da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Genau. 10 Dinge oder Q&A? Q&A. Mhm. Drehe ich auch gerne und gucke ich auch gerne. Ich finde das immer sehr interessant. Mhm. Weil man auch so die privatere Seite dann auch wieder kennenlernt und das ist immer ganz interessant. Mhm, das stimmt. Und ich finde auch bei 10 Dingen ist es immer schwierig, es wirklich so rüberzubringen, dass es lustig ist. Das ist ja, so ein schmaler Comedy Grad. Sowieso. Comedy ist richtig, richtig schwierig. Man kann nicht auf Knopfdruck so richtig witzig sein. Ne? Also das ist echt schwer. Also, du musst halt, du hast es einfach. Du bist entweder witzig oder nicht. Ja, das stimmt. Nächste Frage. Wenn du eine Rubrik auf YouTube streichen könntest, dann wäre es? Schwierig. Voll. Weil ich finde, das macht ja YouTube gerade aus, dass es da so viel Vielfalt gibt und dass sich jeder irgendwie seine Nische so findet. Genau. Auch, ne? Ja. Ja, das stimmt. Du hast alles und ich finde auch keinem sollte was weggenommen werden. Und die letzte Frage. Was sagt deine Abo-Box über dich aus? Schauen wir mal. Ja, es ist schon viel Beauty auf jeden ganz Fall. Ganz viel Beauty, aber auch viele Sänger. Kurt Hugo Schneider zum Beispiel. Hammer. Super toll. Auch so ein bisschen Technik zwischendrin. Ja, das bist du dann. Entschuldigung. Wenn ich jemanden so richtig gut finde, möchte ich dem auch mein Abo schenken. Ja. Hier, das war der Reveal Rabbit. Fand ich richtig gut. Der macht echt gute Videos. Ja. Also ich ja klar, ich finde das auch super. Also wenn ich irgendwas wissen möchte, dann gehe ich auch rein und gucke, okay, wie baut man das auf oder wie macht man das, wie funktioniert das, finde ich super. Ja, aber auch viel Unterhaltung an sich, finde ich, also, oder? Das habe ich auch immer geguckt, wie rechnet man irgendwas aus oder Mathe, ne? Diese eine Type. Ja, ich weiß, wie du meinst. Immer, boah, jeden Tag, weil ich nie Mathe gerafft habe. Ja, und wir haben natürlich auch viele, viele Klein-YouTuber, ne, muss man auch sagen. Genau. Also wir haben da mittlerweile auch so einen kleinen Kreis aufgebaut mit vielen netten Leuten. Die können wir jetzt nochmal an dieser Stelle hier ganz lieb grüßen. Und an dieser Stelle grüßen wir ganz lieb Becky K. Celino Cado. Den lieben Da Vinci. Valeria Goss Media. Natürlich What Meets My Way. Hannah Afflicted. Deutscher Kevin. Knape TV, Miss Leuders, Lea Blaze, Sabina M, Unelegant und Maritin. Ja, abschließend wollen wir nochmal sagen, Dankeschön, dass wir in diesen kleinen YouTuber-Kreis aufgenommen wurden. Wir sind echt dankbar, dass wir da so ein bisschen Unterstützung haben und es macht echt viel Spaß, sich auch auszutauschen. Ja, dass man einfach Hilfe bekommt, wenn man eine Frage hat und dass man sich auch gegenseitig supportet und dass man füreinander da ist und dass man einfach, ja, Gesprächspartner hat, womit man über dasselbe Thema reden kann. Ja, YouTube besteht nämlich nicht nur so aus diesen 5-6 Leuten, die man so kennt, sondern auch aus ganz vielen kleinen YouTubern. Ja. Und ich glaube, das ist ganz schön, dass es sowas gibt. Ja, danke dafür.